Als ich jung war, ich habe immer geliebt Schumann. Er war lange Zeit erster Komponist für mich. Und damals war ich sehr oft in Weimar. Und ja, ich erinnere alles. Also Goethepark für mich, ich fühle zu Hause. Ich finde wirklich diese kleine Stadt ideal für Künstler. Ich spiele fast alles, aber nicht alle Stücke von allen Komponisten. Größte Komponisten sind Bach, Mozart, Beethoven, Brahms. Besonders liebe ich Brahms. Aber wir sind in Weimar und ich wollte auch Liszt zeigen. Wettbewerb ist sehr wichtig, aber das hat wenig zu tun mit Musik. Jeder junge Pianist möchte sehr gut Technik haben. Und wenn man sensibel ist und liebt Musik, dann kommt die Frage, was möchte man? Also eine erfolgreiche Pianist sein oder eine ehrliche Künstler? Das ist die Frage. Manchmal mit sehr, sehr virtuosen Studenten, ich spreche sehr philosophisch, weil ich finde das wichtiger für diese Menschen. Also für jeden Mensch muss man finden einen eigenen Weg. Heute, also weniger und weniger Publikum gibt es für klassische Musik. Das ist eine sehr traurige Geschichte. Und deswegen für mich wichtigste ist diese Mission. Also mehr und mehr Publikum bekommen für klassische Musik und ehrlich sein in Kunst, nicht lügen. Das ist schon etwas schwer.